Hallo und willkommen zu einem weiteren PC-Hardware-Einkaufsführer. Endlich ist es mal wieder soweit, im Dezember 2022. Wer meinen Kanal länger verfolgt, der weiß, dass ich eigentlich immer so 3 PC-Hardware-Einkaufsführer-Videos pro Jahr mache. Der letzte ist jetzt im April 2022 gewesen. Und so viele Monate lasse ich eigentlich nicht immer ins Land gehen, um euch ein neues Video zu bringen. Eigentlich wäre dann wieder so im Sommer mal einer dran gewesen. Aber die Preise damals waren wirklich nicht gut gewesen. Die Grafikkarten waren sehr teuer nach wie vor und auch jetzt sind sie eigentlich immer noch sehr teuer. Trotzdem gibt es das ein oder andere gute Angebot, das schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Und jetzt kurz vor Weihnachten im Dezember 2022 wollte ich euch unbedingt nochmal ein neues Hardware-Einkaufsführer-Video bringen, damit ihr auch unter dem Weihnachtsbaum die passende Hardware für euch findet und was aus Preis-Leistungssicht heute zu kaufen gibt. Das wird sehr spannend, müsst ihr auf alle Fälle jetzt dranbleiben. Preis-Leistung ist ein sehr gutes Stichwort. Wenn wir die jeweiligen Preisrahmen in den einzelnen Kategorien einhalten wollen und aber die maximale Leistung fürs Geld auch haben möchten, dann fällt ein wichtiges Kriterium unten durch. Ja, RGB-Fetischisten unter euch, sorry jetzt an dieser Stelle. Das würde uns einfach Geld kosten für die Leistung des PCs. Gerade für den kleinen 500 und 750 Euro Kategorien kann das wirklich schon die schlechtere Grafikkarte zum Beispiel ausmachen oder den schlechteren Prozessor. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn ihr RGB-Komponenten haben möchtet, dann müsst ihr immer 10, 20, 30% auf eure Hardware oben drauf rechnen. Und da kommen wir auch gleich noch zum zweiten wichtigen Stichpunkt, Grafikkarten. Auch das ist immer noch so ein leidisches, trauriges Thema, was immer wieder schon seit Monaten und Jahren mittlerweile nervt. Die Preise sind schon deutlich besser geworden, aber mittlerweile sieht das schon wieder etwas anders aus. Gerade wenn es um diesen Hersteller hier geht. Ja, wenn ihr Fans von diesem Hersteller seid, ich nenne absichtlich jetzt dieses hässliche Wort nicht, ich mag das überhaupt nicht. Wenn ihr die Grafikkarten hier mögt, dann müsst ihr jetzt sehr stark sein, denn das Video wird recht AMD-lastig sein. Bei den Grafikkarten, das kann ich euch schon mal versprechen, das liegt ganz einfach daran, AMD haut seine Grafikkarten momentan zum Schleuderpreis fast schon raus. Die Preisunterschiede in den einzelnen Kategorien sind so hoch, dass es absolut unmöglich ist und eigentlich auch nicht mehr zu verantworten, eine Nvidia-Grafikkarte momentan zu empfehlen. Die Preise aktuell Stand Anfang Dezember sind so extrem auseinandergeklafft, dass ihr für eine High-End 6900 XT so 750 bis 800 Euro bezahlt. Im Vergleich eine 3080 Ti kostet so 1200 Euro. Warum soll ich mir dann noch für eine Nvidia-Grafikkarte mein Geld zum Fenster rausschmeißen? Klar, Raytracing, DLSS, solche Sachen habt ihr mit Nvidia-Grafikkarten, aber bei AMD habt ihr das FSR. Und Raytracing in meinen Augen, ich finde ehrlich gesagt, das muss man nicht unbedingt mit 400 Euro honorieren. Wie passend, dass ich dazu letztens erstmal ein Video gemacht habe mit Raytracing und DLSS als Thema. Das kommt direkt mal oben in der Infobox. Ich habe mal 5 top aktuelle Titel euch rausgesucht und die mit Raytracing auf maximalen Einstellungen gezockt und die mit einer normalen Einstellung ohne Raytracing und DLSS auch verglichen. Da kommt ein ganz, naja, ich nenne es mal zwiegespaltenes Ergebnis am Ende raus. Für mich muss ich ehrlich sagen, der aktuelle Preisunterschied ist definitiv nicht zu bezahlen. Also wer Raytracing braucht, ja, da muss dann tief in die Tasche greifen. Genug der einleitenden Worte. Wir starten zuallererst mit der 500 Euro PC Konfiguration und dann hangeln wir uns hoch bis zur großen 1500 Euro PC Konfi. Wer sich vielleicht für die 1000 Euro PC Konfiguration interessiert, kein Problem. Gebt einfach das Video ein bisschen vor. Ansonsten wird es heute ein bisschen länger. Holt euch noch was zu essen, was zu trinken. Das wird schon wieder ein 40-45 Minuten Video werden. Mal gucken. In der Vergangenheit war es jedenfalls immer so. Viel Spaß mit den einzelnen Konfigurationen. Für euch ist heute mit Erscheinen des Videos der 3.12. Aufgenommen habe ich die ganzen Sachen aber schon am Montag, den 28.11., also zum Cyber Monday. Bei dem ganzen Quatsch mit Black Friday und Black Week solltet ihr sowieso ganz genau aufpassen, ob ihr wirklich günstigere Preise erwischt. Deswegen, ich habe es euch extra jetzt nochmal gesagt, das ist ganz wichtig, die Preise können natürlich jetzt innerhalb von einer Woche schon extrem sich verändert haben und die ein oder andere Hardware kann teurer sein, es kann aber auch günstiger sein, es kann aber auch sein, dass ein vergleichbares Modell
zum Beispiel bei Grafikkarten von einem anderen Hersteller, der jetzt wieder günstiger ist als das, was ich euch anbiete. Das kann ich natürlich einfach nicht vorhersehen. Wie gesagt, das sind Tagespreise, nur dass ihr es nochmal gehört habt, das müsst ihr immer mit im Hinterkopf behalten. Trotzdem werde ich euch alle Konfigurationen nochmal in der Videobeschreibung als Geizhals-Link nochmal mit hochladen. Könnt ihr gerne mal reinklicken und euch die einzelnen Hardware-Sachen nochmal einzeln anschauen. Und dann könntet ihr ja theoretisch auch mit den Warenkörben nochmal jonglieren. Nun zur 500 Euro PC-Konfiguration. Wer meine Hardware-PC-Einkaufsführer schon kennt, der weiß, was das hier mit den Farben so auf sich hat. Blau bedeutet, das sind optionale Komponenten, die ich euch nach der Konfiguration dann noch mit vorstelle, was ihr theoretisch noch mit kaufen könntet, was ganz gut zur eigentlichen Konfiguration in den weißen und grünen Feldern drin ist und theoretisch diese dann wieder ersetzen könnte. Die grünen Felder sind Komponenten, die wir dann in der nächst höheren Konfiguration, also in dem Fall die 750 Euro, wiedersehen werden. Und das setzt sich natürlich dann auch von Konfiguration zu Konfiguration immer weiter fort. Wir werden immer wieder einzelne Komponenten für den neuen PC weiterverwenden. Starten wir mit der ersten Komponente und das ist natürlich jetzt in dem Fall die CPU. Später wird es dann immer wieder mal, kommt drauf an, um den Spannungsbogen ein bisschen hochzuhalten, auch mal eine andere sein. Beim 500 Euro PC starten wir zuerst mit dem Prozessor und das ist in unserem Fall ein AMD Ryzen 5 5500. Das ist ein reiner 6-Kerner, 12 Threads, absolut krasser Preis, 96 Euro. Zu dem Preis ist absolut nichts anderes Vergleichbares auf dem Markt. Im PC Hardware Einkaufsführer vom April 2022, den verlinke ich euch übrigens nochmal oben in der Infobox, habe ich bisher noch gar nicht gemacht, könnt ihr dann nochmal schön vergleichen zu den einzelnen Komponenten und den Kategorien. Hatte ich zuletzt einen Intel i3 10100 im System bei 500 Euro. Normalerweise könnte man hier eigentlich vermuten, ein 12100 wäre doch die bessere Wahl. Ja, wäre er auf jeden Fall. Leistungstechnisch ist er schon noch mal ein bisschen höher als der 5500. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. Aber der Preis, der macht es hier wieder aus. Für 96 Euro vollwertige 6 Kerne, das ist wirklich schon nicht schlecht. Und kann man dann auch auf alle Fälle einen 500 Euro PC empfehlen. Und dazu gibt es natürlich auch ein passendes Mainboard und da habe ich für euch etwas aus der Einsteigerkategorie. Hier ein ASRock B450M-H für schlanke 62 Euro. Das ist natürlich ganz schön unten in der untersten Kategorie, aber wenigstens noch ein B450 Chipsatz. Weiter runter wollte ich auf keinen Fall gehen, mit B450 habt ihr dann doch noch ein paar Features, die ihr dann mit 320 oder so ein Quatsch dann wieder nicht mehr habt. Also B450 sollte es schon wenigstens sein. B550 lässt sich in 500 Euro PCs leider nicht realisieren. Die Mainboards kosten schon so mindestens 80, 90 Euro. Hört sich nicht viel an. Aber wir werden es am Ende sehen. Die 500 Euro PC-Konfiguration ist schon hart geknausert. Auf dem Board ist alles drauf. Ihr habt zwar nur zwei RAM-Bänke, dafür könnt ihr aber trotzdem mehr als 60 GB jederzeit einbauen. Wir haben hier im System definitiv aber zwei Riegel jeweils 8 GB drin. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal garantieren. Machen wir auch gleich weiter mit dem Speicher, habe ich es einmal auch schon erwähnt. Also ihr habt schon mitgerechnet, 16 GB sind es geworden. Und es ist auch wieder der G-Skill Aegis DDR4. 3200 MHz, 16 GB, der Dauerbrenner von G-Skill. Einsteigerprodukt, aber für diesen Preis, 46 Euro, ein absolutes konkurrenzloses Produkt eigentlich und ja, deswegen ist er auch wieder diesmal in der 500 Euro PC-Konfiguration mit vertreten. Und ihr seht schon, der Speicher ist im grünen Feld, den sehen wir dann also auch gleich wieder. Erwähnenswert an dieser Stelle ist vielleicht noch, selbst wenn ihr 5, 6, 7 Euro noch drauflegt, habt ihr schon den etwas teureren G-Skill Rapture 5 mit Kühlrippen. Also für 51 Euro, glaube ich, waren es, könnt ihr auch 3200 MHz von G-Skill kaufen, die schon Kühlrippen drauf haben. Der hat hier nur so einen schönen Aufkleber, mehr ist es nicht. Aber keine Sorge, das funktioniert nach wie vor auch genauso. Die Kühlrippen bräuchtet ihr eigentlich nicht unbedingt. Weiter geht's mit der nächsten Komponente, mit der Grafikkarte definitiv noch nicht. Da müsst ihr euch noch gedulden, bis wir alle anderen Komponenten durchgesprochen haben. Das schöne Highlight machen wir zum Schluss. Jetzt erstmal die Festplatte und da habe ich für euch eine Grusel BX500 480 GB SATA SSD. M2 SSDs lassen sich in der Preisregion definitiv noch nicht einbauen. Kommen wir dann aber nochmal dazu, den optionalen Komponenten, da wird eine mit dabei sein, zeige ich euch. Die Grusel ist ein absolut gutes Produkt, grundsolide 520 MB im Lesen, 500 MB im Schreiben, glaube ich. Auf alle Fälle über 500 MB, das ist wirklich ein richtig guter Wert für eine SATA SSD, das passt. Und passt eigentlich auch ganz gut zur restlichen Hardware.
Jetzt fehlt gar nicht mehr viel. Wir haben noch das Netzteil, das Gehäuse und die Grafikkarte. Weiter geht's erstmal mit dem Gehäuse. Und da habe ich für euch ein Aerocool Quantum V2 im grünen Feld. Auch das werden wir weiterhin noch sehen. Das ist ein recht schmales Gehäuse. Also nicht in der Breite, sondern in der Länge, in der Tiefe. Das sieht man auf dem Bild jetzt vielleicht auch so ein kleines bisschen. Das habe ich aber deswegen ausgewählt, weil es RGB hat. Ich habe es vorhin von einem gesagt, RGB kostet immer mehr. Aber bei dem kann man wirklich eine Ausnahme machen. Und ich habe es eigentlich extra noch ausgewählt, weil dieses auch 3 vorinstallierte Gehäuselüfter hat. Das ist mit einem 500-Euro-PC sowieso sehr schwierig zu realisieren. Wenn ihr euch ein anderes Gehäuse nehmt von einem namenhaften Hersteller, wie Quiet zum Beispiel, Corsair, dann kosten die Gehäuse in der Regel eigentlich schon ein bisschen mehr als das, was das jetzt hier kostet. Und ihr habt keine Lüfter oder manchmal nur einen oder maximal 2 drin. Das hat 3. Und ich denke, für den Preis mit RGB kann man das durchaus sich mal angucken. Und ja, wer ein kleineres, kompakteres Gehäuse braucht, der ist mit dem Aerocool vielleicht gar nicht mal so schlecht bedient. Mit Strom wollen wir das ganze Sache natürlich auch noch befeuern. Und da habe ich für euch wieder mal ein Netzteil von Seasonic. Das Seasonic S12 III mit 500 Watt. Und eine 80+ Bronze-Zertifizierung reicht vollkommen aus für unseren PC. Wir haben zwar die Grafikkarte uns noch nicht angeschaut, kann ich euch aber definitiv sagen, das ist absolut ausreichend. Und ihr seht schon, das Netzteil sehen wir gleich nochmal in der 750-Euro Konfiguration wieder. Also auch mit einer stärkeren Grafikkarte hat das Netzteil definitiv auch noch Reserven. Manch einer würde jetzt vielleicht hier sagen, ja warum denn nicht eine Gold-Zertifizierung? Ja klar, eine Gold-Zertifizierung wäre natürlich auch immer eine bessere Alternative. Ihr habt aber mit den 500 Watt absolut genügend Leistung und auch noch Reserven, sodass die Komponenten, die das Netzteil definitiv nicht an die Grenzen bringt. Und deswegen ist auch eine Bronze-Zertifizierung kein Problem. Und Bronze bedeutet ja nur, dass der Wirkungsgrad ein kleines bisschen niedriger ist gegenüber Gold oder Silber zum Beispiel. Das ist nicht viel und ja, wie gesagt, das Netzteil liegt noch weit in seiner Komfortzone und deswegen braucht ihr euch da keine Gedanken machen. Das passt definitiv. Und dann kommen wir nun zur spannenden Komponente. Das ist vielleicht für Leute, die gerne mehr Geld für eine Grafikkarte ausgeben, zum Beispiel 500 Euro und aufwärts, eher weniger spannend, aber für alle, die eben ein bisschen auf den Euro schauen wollen oder müssen, wie auch immer, ist das hier, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Und ich kann es euch sagen, es ist auch ein ganz schöner Kampf, überhaupt eine Grafikkarte in der Preisregion zu finden. Ich habe für euch eine Asus Radeon RX 6500 XT Dual OC. Das ist ein recht günstiges mittlerweile wieder, das muss man wirklich sagen, Grafikkärtchen. Die hat zwar nur 4 GB, aber mit der Grafikkarte könnt ihr alle aktuellen Titel in mittleren bis eigentlich auch maximalen Details, je nachdem was ihr von Spiel euch gekauft habt, zocken. Alternativen gibt's von Nvidia zum Beispiel gar keine. Es gibt natürlich Grafikkarten, die auch in dieser Preisregion von Nvidia angeboten werden, aber das ist alles nur Käse. Also ja, es gibt eine 1650, die kostet etwas weniger, aber die ist leistungstechnisch eine absolute Katastrophe gegenüber der 6500 XT, und alles, was ungefähr auf demselben Niveau ist von Nvidia, kostet mehr. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, deswegen kommt hier eigentlich nur diese Grafikkarte ja in Frage für den 500 Euro PC. Es kann natürlich auch wieder sein, je nachdem wie die Preise sich halt so entwickeln, dass auch mal von PowerColor eine dabei ist oder von XFX oder vielleicht sogar von Sapphire, obwohl die eigentlich immer ein bisschen teurer sind. In dem Fall jetzt stand bei mir zum Zeitpunkt der Aufnahme 28.11. ist die günstigste gewesen, deswegen ist er auch im 500 Euro PC mit drin. Und da sind wir mit den Komponenten auch schon durch. Die 500 Euro Kategorie haben wir abgeschlossen. Dann schauen wir doch mal, was wir preislich denn hier so alles zusammengeschustert haben. Und vielleicht habt ihr auch schon mitgerechnet, es sind 509 Euro. Also 9 Euro über die 500 Euro Grenze. Ich denke, damit kann man ganz gut leben. Das ist ein ganz guter Preis. Ich weiß noch, im PC im April 2022 hatte ich da wesentlich mehr Probleme. Da waren die Preise wirklich noch viel, viel schlimmer. Mittlerweile kann man schon ganz gut kaufen. Aber ich kann es euch auch sagen, beeilt euch. Wartet nicht zu lange. Der Weihnachtsmarkt, der wird wieder hart umkämpft sein. Und die Preise gehen in der Regel eigentlich auch wieder ein bisschen hoch. Das tun sie auch aktuell. Dazu kommen wir dann später nochmal bei der 1500 Euro PC Konfiguration. Da werde ich dann nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Und deswegen wartet nicht zu lang, wenn ihr euch einen Rechner kaufen wollt, dann tut es am besten jetzt. Wartet nicht bis kurz vor Weihnachten, da werden die Preise bestimmt nochmal ein bisschen höher liegen.
Dann werden wir uns nochmal den optionalen Komponenten, also den Möglichkeiten zum Upgrade dieses PCs nochmal uns widmen, bevor wir dann zur 750 Euro PC-Konfiguration gehen. So, und da fangen wir am besten mal an mit mehr Festplattenspeicher. Das ist auf alle Fälle immer eine sinnvolle Investition. Ich habe es vorhin schon gesagt, 480 GB sind natürlich nicht ganz so viel. Ja, manche Spiele wie Cyberpunk, die legen schon 100 GB auf der Festplatte, dann ist schon ein Drittel weg, nicht so toll. Deswegen, wenn es ein bisschen sparsamer sein soll, dann kann es durchaus schon mal hier so eine HDD sein. 2 Terabyte kosten 48 Euro, also nur ein bisschen mehr und habt ihr viermal so viel Festplattenspeicher. Ich denke, das kann man dann schon mal preislich noch verkraften. Ja, und wenn es nicht ganz so anspruchsvolle Titel sind, wenn es nicht gerade unbedingt Ego-Shooter sind, wo ihr gegen andere Leute spielt, wo es dann auf Reaktion ankommt, kann so eine HDD durchaus noch eine sinnvolle Alternative sein. Und ansonsten für Datengrab-Sachen, Bilder, Videos, solche Sachen ist so eine HDD sowieso eigentlich preislich eher die bessere Wahl. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch SSD-Speicher. Da habe ich für euch natürlich auch nochmal eine Alternative und das ist auch wieder von Krusel. Eine BX500, diesmal aber mit doppelt so viel Speicher, aber hier seht ihr schon, für 83 Euro ist, ja, die 35 Euro für die BX500 ist ein gerade ein günstiger Preis. Kann sein, dass die eventuell dann bei euch jetzt zum Zeitpunkt des Videos ein bisschen teurer wieder ist. Die kostet jetzt hier 83 Euro. Gibt es auch günstigere Anbieter, Intenso zum Beispiel, die könnte ich vielleicht noch ganz gut empfehlen. Aber Krusel an sich, BX500 ist immer eine sehr gute SSD. Wenn es natürlich ein bisschen teurer sein soll, aber auch etwas schneller oder deutlich schneller, kann man schon fast sagen, dann wäre natürlich auch eine M2 SSD, ich hatte es vorhin schon erwähnt, eine sinnvolle Investition. Denn das ist nämlich auch der Grund, warum ich mich für B450 entschieden habe. Habt ihr hier mit der Samsung Evo 970 Plus für 110 Euro eine 1 TB M2 SSD. Die könnt ihr nämlich auch auf diesem Board betreiben. PCI Express 3.0, das ist wichtig, dass ihr euch keine PCI Express 4.0 SSD kauft. Ist allerdings leider schon ein bisschen teurer. PCI Express 4.0 SSD, sehen wir dann gleich in anderen Konfigurationen, sind aktuell recht günstig. Und da gibt es auch ja, wirklich gute preisliche Alternativen. Auch das kann wieder am Cyber Monday liegen, theoretisch, da müsst ihr dann mal schauen. Aber trotzdem, für 110 Euro 1 TB eine M2 SSD von Samsung ist auf alle Fälle richtig geil. Und auch dieses Produkt ist wirklich schnell. 3000 MB im Lesen, 2500 MB im Schreiben, PCI Express 3.0, absolut geil und absolut ausreichend für das System. Also eigentlich schon fast ein bisschen overpowered, aber klar. Wer natürlich so auf die Geschwindigkeit steht und auch Ego-Shooter zocken will, der kann vielleicht auch darüber nachdenken, so eine SSD zu kaufen. 3 blaue optionale Felder haben wir noch. Ganz wichtig, was ich jetzt hier in der Konfiguration euch eigentlich gerne empfehlen würde, kann es aber nicht, weil es der Preis nicht hergibt. Das wäre nämlich ein extra dedizierter Custom-Kühler für euren Prozessor. Der Ryzen 5 5500, wie ihr es jetzt hier seht, für 96 Euro gibt es in der Boxed-Variante. Das heißt, ihr habt einen Boxkühler, also einen von AMD bereitgestellten Kühler für den Prozessor mit dazu. Der reicht aus, um den Prozessor zu kühlen. Aber wie eben das Wort schon sagt, es reicht halt. Effizient und kühl ist natürlich was anderes, leise und so, ne? Deswegen so ein kleiner Be Quiet Purox Slim Tower Kühler für 21 Euro ist auf alle Fälle eine bessere Alternative. Und wenn ihr die 20 Euro übrig habt, kann ich es euch empfehlen. Der ist wesentlich effizienter und auch wesentlich leiser. 2 Felder sind noch frei und eins machen wir mit einer alternativen Grafikkarte jetzt voll. Das ist für mich wirklich ein wichtiges Thema, was ich euch unbedingt noch mitteilen will. Die 6500 XT ist schon fast unterstes Niveau. Es gibt noch eine Grafikkarte von AMD, die noch schlechter ist. Oder, ja, nicht weniger, naja, weniger leistungsstark. Die 6500 XT ist schon okay, aber sie ist eben preislich das Modell, was jetzt hier in die 500 Euro Kategorie reinpasst. Die 6600 XT kostet zwar 80 Euro mehr, ja, 90 Euro. Ja, fast 100. Okay, aber trotzdem, da liegen Welten zwischen beiden Grafikkarten. Deswegen habe ich sie mal in den optionalen Komponenten mit reingenommen. Würdet ihr die kaufen, wären wir bei 600 Euro. Aber für 600 Euro kriegt ihr wirklich einen richtig guten Gaming-PC, wo auch die Grafikkarte auch zum CPU noch mit dazu passt. Passt noch besser wie die 6500 XT. Deswegen überlegt euch, wenn ihr das gerne kaufen wollt und vielleicht auch die ein oder andere Details in grafisch anspruchsvollen Titeln hochschrauben wollt, dann ist so eine 6600 wirklich eine echt gute Alternative. Und im letzten Feld kommt jetzt für mich das Wichtigste, was ein Gaming-PC meiner Meinung nach
definitiv haben sollte, welches aber für alle Gamer immer so ein bisschen unterm Radar läuft, kann ich gar nicht so richtig verstehen. Ja doch, kann ich schon, weil es kostet extra Geld. Es ist eine extra dedizierte Soundkarte und das nehme ich auch jedes Mal in meinen PC-Hardware-Einkaufsführer wieder mit rein. Vor allem das Modell, das ist eine Creative Sci-Fi Sound Blaster Z, eine Einstiegs-Soundkarte, aber mit einem extrem verbesserten Sound gegenüber dem Gequäke, was so ein Mainboard-Chip mit so einem Auto-Chip hier, so gerade so ein Board zum Beispiel, euch anbietet. Wenn ihr noch nie eine Soundkarte genutzt habt, dann kann ich euch die 75 Euro wirklich nahe ans Herz legen. Ihr werdet begeistert sein, was da für ein Sound aus den Boxen rauskommt. Voraussetzung natürlich, ihr nutzt auch ein 5.1 Soundsystem. Ansonsten würde das wieder so ein bisschen rausgeschmissenes Geld sein. Also 5.1 Soundsystem mit einer extra dedizierten Soundkarte wie der Sound Blaster Z ist absolut geil und macht dann auch Zocken oder macht Zocken dann auch einfach viel mehr Spaß. Damit sind wir durch mit den 500 Euro. Jetzt geht's weiter mit den 750 Euro PC-Schen. Mit der 750 Euro PC-Konfiguration sind schon sehr viele Felder eigentlich besetzt. Die blauen optionalen Komponenten nehmen wir natürlich gleich wieder weiter. Für den neuen Rechner ist ja ganz klar, die sind genauso wieder zu empfehlen und immer wieder mit einer sinnvollen Investition für ein Upgrade. Deswegen sehen wir die gleich hier. Haben wir schon durchgesprochen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, ihr vielleicht geskippt habt, geht nochmal zurück zum 500 Euro PC. Da erkläre ich euch, warum ich mich dafür entschieden habe. Und wir sehen auch unsere vier Komponenten, die wir aus dem 500 Euro PC weiterverwendet haben. Diesmal, ihr seht, sind nur noch zwei grüne Felder da. In der 1000 Euro PC Konfiguration werden wir also nur noch das Gehäuse und den Arbeitsspeicher weiterverwenden. Dann starten wir gleich durch mit dem Prozessor. Auch hier werden wir die CPU wieder zuerst enthüllen. Und das ist diesmal kein Intel Prozessor, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Ich habe mich in dem Fall jetzt wieder für ein AMD-System entschieden und das ist ein Ryzen 5 5600 ohne X. Das ist ganz wichtig, denn der Prozessor 5600X ist deutlich teurer und im Preis gegenüber dem absolut keine Empfehlung. 137 Euro, der ist in den letzten Wochen extrem gedroppt. Den kann man wirklich sehr gut empfehlen. Der ist natürlich langsamer als der 5600X und auch langsamer als ein Intel Core i5 12400F. Aber eben nicht viel. Deswegen ist dieser jetzt hier mit drin und preistechnisch eine absolute Wuchtbrumme und passt perfekt im 750 Euro PC. Natürlich brauchen wir auch wieder zum Prozessor ein passendes Mainboard. Das günstige Sparboard aus dem 500 Euro PC wollte ich euch jetzt nicht nochmal für die 750 Euro Konfiguration mit anbieten. Hier gibt es schon was hochpreisigeres, also was besseres, hochwertigeres auf jeden Fall. Das ist diesmal von Asus, das TUF Gaming B450M, auch wieder B450, plus 2. Ein wirklich sehr gut ausgestattetes Mainboard, B450 Chipsatz zwar, das ist aber kein Problem. Der Ryzen 5 5600 wird mittlerweile mit einem BIOS-Update, was von Haus aus schon im Mainboard mit drin ist, unterstützt. Braucht ihr keine Angst haben, müsst ihr nicht extra nochmal flashen. Das war vor 2 Jahren noch anders, da müssten die Boards noch alle noch händisch auf dem für die Ryzen 5000 noch geflasht werden. Mittlerweile haben die Hersteller das alles schon erledigt. Und das Board könnt ihr nehmen, den Prozessor drauf spannen und glücklich werden. Ausstattungstechnisch seid ihr hier definitiv auf der Winnerseite für 84 Euro. Okay, ist ein blödes Wort, aber ja, 84 Euro, 4 RAM-Bänke, das ist schon mal klasse. Jede Menge andere Anschlussmöglichkeiten, M2 SSDs gibt es natürlich auch wieder. Lüfteranschlüsse gibt es auch wesentlich mehr wie bei der Sparvariante von gerade eben. Also das ist wirklich ein gutes Board, Micro-ATX zwar, aber ist auch sehr gut zum Gehäuse, passt sehr schön rein. Ist recht kompakt gehalten, wenn ihr einen Full-ATX-Board haben wollt, dann müsst ihr leider auch wieder 20-30 Euro mehr ausgeben. Wenn ihr aber preisbewusst kaufen wollt und auch Gamer seid, dann braucht ihr eigentlich nicht unbedingt mehr. Deswegen ist das Board definitiv jetzt hier meine Wahl gewesen. Passend dazu, ich habe es vorhin schon erwähnt, in der 500 Euro PC Konfiguration, der G-Skill AEGIS Speicher, 16 GB, 3200 MHz. Hier wäre natürlich auch ein 3600 MHz RAM Kit eine sinnvolle Investition. Da müsst ihr auch wieder nochmal ein paar Euros mehr ausgeben. Das ist jetzt deswegen nicht geschehen, weil es dann preislich wieder nicht gepasst hätte. Ich habe mich jetzt für die 3200 MHz entschieden, da verliert der Ryzen schon 1-2% seiner Leistung. Ideal ist natürlich 3600 MHz, aber wie gesagt, preislich 3200 ist dann halt eben die Alternative. Zwei Felder sind noch frei. Bevor wir zur Grafikkarte kommen, machen wir noch das andere Feld voll. Und hier habe ich mal für euch
tatsächlich mehr Festplattenspeicher euch jetzt noch rausgesucht. Es ist keine größere SSD geworden. Das ist preislich wieder schwierig. Klar, wäre jetzt möglich, wenn wir jetzt hier unten die 960 GB für die Crucial BX500 nehmen. 83 Euro sind ungefähr, sind sogar noch ein bisschen mehr als die beiden Festplatten zusammen. Das könntet ihr natürlich machen, lasst die 480 GB Crucial weg und lasst auch die HDD von Western Digital 1 TB weg. Dafür habt ihr dann aber wieder weniger Speicher. Das müsst halt euch überlegen, was ihr dann lieber habt. Weniger Speicher, dafür aber schnellen SSD SATA Speicher oder eben die 480 GB SATA und eben noch eine 1 TB HDD dazu. Ich habe es jetzt mal so gemacht, ist nochmal ein bisschen günstiger und passt dann eben auch besser für meine Preiskonfiguration. Und dann kommen wir zum spannendsten Herzstück und das ist wirklich meiner Meinung nach eine absolut geile Wucht. Das war vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gar nicht möglich. Mittlerweile könnt ihr hier in die 750 Euro Konfiguration eine XFX Radeon RX 6650 XT Swift 210 Grafikkarte einbauen. Der Preis ist schon recht hart, 339 Euro. Die sind jetzt, naja, günstig will ich mal nicht unbedingt sagen. Ich hatte euch vorhin in den optionalen Komponenten eine RX 6600 eingestellt für 279 Euro, eine Power Color. Das sind gerade mal 60 Euro mehr gegenüber der 6650 XT. Und die ist aber um Welten wieder länger als die 6600. Deswegen ist die hier auf jeden Fall absolut geil. Für 750 Euro mit dem Ryzen 5 5600 eine richtig coole Gaming-Maschine. Es ist aktuell ein richtig guter Zeitpunkt. Kauft jetzt, wartet nicht bis Weihnachten. Wer weiß, wie dann die Preise wieder ansteigen. Die werden definitiv ansteigen. Wenn ihr euch unter dem Weihnachtsbaum den Rechner gönnen wollt, dann macht's unbedingt bald. Und auch hier nochmal ein ganz kurzes Wort zum Nvidia-Thema. Es gibt leider in der Preiskategorie von Nvidia keine vergleichbaren Karten. Eine 3060 zum Beispiel ist langsamer und kostet mehr. Deswegen ist für mich eigentlich ganz klar, ich kann hier keine Nvidia-Grafikkarte euch empfehlen. Wenn ihr es trotzdem machen wollt, wegen Raytracing, warum auch immer, obwohl Raytracing in so einer Grafikkarte sowieso eher für die Katz ist, DLSS, okay, könnt ihr mit aktivieren, dann würde das wieder besser funktionieren, aber trotzdem preislich. Deswegen, ich kann es euch einfach nicht empfehlen und deswegen ist halt so eine Radeon hier drin. Ihr habt mehr Performance für einen besseren Preis, gibt es eigentlich keine andere Wahl. Und warum das so ist, kann ich euch nämlich auch gleich sagen, denn jetzt kommen wir nämlich zum Preis. Ich habe nämlich ein kleines bisschen die Kategorie überschritten. Diesmal sind 17 Euro mehr, ja, okay. Es ist hart geknausert, ihr seht schon, würde ich jetzt hier nochmal eine 3060 einbauen, wären wir bei 380, 390, 800 Euro vielleicht, je nachdem welches Modell ihr kauft. Ja, und dann sind wir eben über 750 Euro drüber. Ihr seht schon, man kann halt auch immer wieder hin und her jonglieren, je nachdem was ihr halt noch mehr ausgeben könnt. Könnt ihr natürlich dann auch jederzeit eine andere Grafikkarte euch noch raussuchen. Das müsst ihr halt dann selber für euch entscheiden. 1000 Euro, jetzt wird's interessant, denn ihr seht schon, hier sind wieder jede Menge freie Felder. Unsere beiden Komponenten, das Aerocool Quantum V2 und der Qiskit Arbeitsspeicher sind wieder mit an Bord. Aber ihr seht schon, wir haben diese nicht im grünen Bereich. Diesmal nehmen wir für die 1500 Euro Konfiguration nur ein einziges Teil mit in dem grünen Feld. Was das dann sein wird, schauen wir uns gleich an. Es wird auf jeden Fall spannend. Auch bei den optionalen Komponenten habe ich nochmal zwei herausgenommen. Schauen wir gleich mal, ihr seht schon, die M2 SSD, die Samsung Evo 970 Plus ist raus. Das hat einen ganz einfachen Grund, wir schauen uns nämlich gleich an, der 1000 Euro PC hat schon eine M2 SSD im System verbaut. Deswegen kommt als optionale Komponente hier was anderes rein. Auch hier starten wir wieder mit dem Prozessor und da kommen wir eben gleich zur ersten Überraschung, will ich es eigentlich nicht nennen, weil es ist eigentlich schon fast logisch, wenn so viele freie Felder sind. Wir wechseln die Plattform, wir wechseln zu Intel. Und hier habe ich für euch einen Intel i5 12600KF für unschlagbare 242 Euro. Das Ding ist brachial von der Leistung her und auch vom Preis. Das heißt, leistungstechnisch würde ich einfach mal sagen, ist der aktuell so für die 1000 Euro PC-Konfiguration die ideale Wahl. Von AMD haben wir hier einen 5600X, der ist deutlich langsamer. Oder einen 5700X, der ist auch langsamer. Und ja, preislich sind die auch, ich glaube der 5700X könnte theoretisch ein bisschen günstiger sein, aber ich finde einfach leistungstechnisch ist jetzt gerade für den 1000 Euro PC das einfach die ideale Lösung, habe ich ja eben gerade schon gesagt.
Und den Prozessor gibt es tatsächlich für den Preis auch nur in der Tray-Variante, also ohne Boxkühler. Und deswegen braucht ihr auch für den Prozessor einen extra dedizierten Custom Tower Kühler. Und da habe ich für euch eine absolut geile Lösung parat. Einen BeQuiet PureRock 2 Black für knappe 35 Euro. Das ist wirklich ein richtig guter Kühler, der den Prozessor auch zuverlässig und sicher kühlt. Und wie durch einen Zufall habe ich da auch schon mal einen Montageguide mit dem Kühler für euch auf meinen Kanal hochgeladen. Das Video kommt jetzt mal oben in der Infobox. Und wie es natürlich immer so ist, in solchen Preisregionen gibt es auch jede Menge Konkurrenz. Hier zum Beispiel habe ich für euch noch einen sehr guten Kühler, auch ebenfalls oben in der Infobox, den Arctic Breezer 34 eSports Duo, ebenfalls ein sehr guter Kühler. Preislich etwas teurer zwar als der BeQuiet, ist aber auch nochmal einen Ticken besser. Auch der ist extrem gut für den Intel Core i5-12600KF geeignet. Das Ganze muss natürlich auch auf ein passendes Mainboard geschraubt werden und da habe ich für euch das Gigabyte B660M DS3H. Ein absolut günstiges Mainboard, ja, das muss man leider sagen, 111 Euro hört sich erstmal nicht wirklich günstig an. Das ist bei Intel ein absolutes, ja, nerviges Thema, hier sind die Preise immer ein bisschen höher gegenüber den AM4 Boards. Ja, 111 Euro ist leider schon untere Kategorie, ist ein Micro ATX Board. Wenn ihr etwas höher gehen wollt, ein Full ATX Board zum Beispiel von Gigabyte, auch ein Gaming X zum Beispiel, ja, dann kostet es meistens schon so 150, 160 Euro. Ja, wer es braucht, muss leider tiefer in die Tasche greifen. Ich hatte es vorhin in der 750 Euro Konfiguration schon gesagt. Als Gamer braucht ihr nicht unbedingt Full ATX Mainboards. Es reicht auch Micro ATX, da ist alles drauf, was ihr braucht. Ihr habt einen M2 Steckplatz in der Regel immer mit dabei. Und ja, auch 4 RAM-Bänke sind hier mit drauf. Fan-Header sind mit dabei, also um eure Lüfter anschließen zu können. In dem Fall ein Grafikkartenslot, 16-fach Grafik PCI Express 4.0 ist mit an Bord und ja, mehr braucht ihr eigentlich nicht. Sollten es mehr SATA-Anschlüsse oder mehr USB-Anschlüsse sein, um halt mehr Laufwerke anschließen zu können, dann müsstet ihr natürlich gucken, ob ihr euch ein größeres Mainboard mit mehr Ausstattung kauft. Und ansonsten werdet ihr mit dem Gigabyte B660M definitiv glücklich. Noch ein ganz kurzes Wort zum Speicher. Der G-Square Aegis ist jetzt nochmal mit dabei. Mehr braucht ihr für Intel auch nicht zu kaufen. 3600 MHz wäre herausgeschmissenes Geld. Mit schnelleren RAM würde der Intel nicht umgehen können. Ihr würdet keine Mehrleistung mit FPS auf dem Bildschirm gezaubert bekommen. Deswegen ist jetzt nochmal der Preis-Leistungsknüller der Aegis RAM mit dabei. 3 Felder haben wir noch. Weiter machen wir mit dem Festplattenspeicher. Ich hatte es gerade eben schon erwähnt. Jetzt kommt eine M2 SSD rein. Und da habe ich für euch eine extrem günstige, schlagt unbedingt zu, wenn ihr einen PC braucht. Western Digital Black SN 770, 1TB NVMe SSD für den M2 Steckplatz für unfassbare 78 Euro. Es kann sein, dass das jetzt aktuell noch ein Cyber Monday Angebot, Black Friday, wie auch immer. Möglich, dass das jetzt bei euch zum Zeitpunkt des Videos wieder ein bisschen teurer ist, aber trotzdem, falls das noch so ist, kauft die euch unbedingt. Das ist eine PCI Express 4.0 SSD mit 5000 MB schreiben und 4500 lesen. Sau schnell das Ding, wirklich 78 Euro. Ihr habt es vielleicht vorhin gesehen bei der 750 Euro PC Konfiguration, auch beim 500 Euro PC hatte ich in den optionalen Komponenten eine Evo 970 Plus von Samsung für 110 Euro. Eine PCI Express 3.0 SSD. Also der Preis ist definitiv heiß. Kaufen, solange sie noch da ist. Und sollte sie zum Zeitpunkt des Videos, wenn es rauskommt, dann doch nicht mehr mit dem Preis im Geizhals drin sein, dann kann es natürlich auch jederzeit wieder so eine Samsung SSD sein, eine PCI Express 3.0. Das ist kein Problem, obwohl das Board und die CPU alles PCI Express 4.0 anbietet. Aber um es preislich jetzt ein bisschen attraktiver zu machen, geht auch eine 3.0. Falls es immer noch gute Angebote für PCI Express 4.0 SSDs gibt, die etwas teurer sind als 110 Euro für die Samsung, na, dann könnt ihr die natürlich auch jederzeit nehmen, aber ansonsten hier unbedingt zuschlagen. Mit Strom müssen wir die ganze Sache natürlich auch noch versorgen. Ja, ich weiß, die Grafikkarte, die fehlt auch noch, kommt gleich. Da habe ich für euch auch wieder von Seasonic ein G12 GC 650 Watt 80 Plus Gold Zertifizierung. Jetzt ist die Gold Zertifizierung mit dabei. Trotzdem sehen wir das Netzteil in der 1500 Euro PC Konfiguration nicht wieder mit. Im letzten Hardware Einkaufsführer im April war das 650 Watt Netzteil auch bei dem
1500 € PC mit dabei. Das hat einen ganz einfachen Grund. Damals waren Grafikkarten, die leistungsfähiger sind, nicht möglich gewesen, die dann auch ein bisschen mehr Strom gefressen haben. Jetzt im 1500 € PC gibt es einen richtigen Kracher, das kann ich euch schon mal verraten. Deswegen ist das Netzteil aus Sicherheitsgründen ein bisschen stärker. Sollte kein Problem sein, auch mit der 650 Watt Variante, das kann ich noch dazu sagen, aber das liegt dann schon relativ am Limit. Das muss nicht unbedingt sein, deswegen gibt es da nochmal eine etwas stärkere Version und deswegen hat das Netzteil auch kein grünes Feld. Aber dann kommen wir erstmal zur Grafikkarte für den 1000 € PC und da habe ich auch eine absolut geile Wuchtbrumme. Preis-Leistungstechnisch absoluter brachialer Wahnsinn und das ist eine PowerColor AMD Radeon RX 6700 XT Fighter. Ja, ziemlich martialischer Name, aber der Preis ist absolut geil. 399 € ist zum Zeitpunkt des Videos am 28.11., als ich es aufgenommen habe. Total geil. Ich hoffe, die Preise sind dann jetzt auch immer noch so. Ich hatte es in der Einleitung im Video und auch beim 500 € PC schon gesagt, wenn ihr einen PC kaufen wollt, dann schlagt unbedingt jetzt zu Weihnachten. Umso länger ihr wartet, umso teurer wird das Ganze. Das war vor 3 Wochen noch mal günstiger gewesen. Die ist schon gestiegen im Preis und auch die Konkurrenzprodukte von Asus, von Sapphire und XFX sind ungefähr auf demselben Niveau, die duellieren sich auch immer wieder so ein bisschen um die 400 €, mal ist die eine günstiger, mal die andere. Es kann auch sein, dass ihr jetzt auch eine von XFX habt, die wieder günstiger ist. Schaut ruhig mal, aber jetzt zum Zeitpunkt 400 € für eine 6700 XT, absolut unschlagbarer Preis. Auch hier wieder von Nvidia gibt es leider preis-leistungstechnisch nichts, was ihr der Karte entgegensetzen könnt. Die hat 10 GB, Nvidia bringt hier maximal 8 GB mit einer 3070 oder einer 3060 Ti. Ja, die 3060 mit die ist für 12 GB die, und die es mit 12 GB gibt, die ist deutlich langsamer, eigentlich einfach nicht zu empfehlen. Und ja, ist zwar ein Ticken günstiger, aber dafür auch wesentlich langsamer und deswegen ist jetzt hier auch keine Nvidia-Grafikkarte wieder drin. Ich hatte es ja in der Einleitung schon gesagt, AMD hat absolute Preis-Leistungs-Grafikkarten zurzeit auf dem Markt. Werden eigentlich schon fast verschleudert, wenn man die Preise von Nvidia mal zum Vergleich herzieht. Und da kommen wir passend auch gleich zur ersten optionalen Komponente und da habe ich für euch eine nächst stärkere Grafikkarte. Ebenfalls wieder von AMD, von Nvidia habe ich euch jetzt schon groß und breit erklärt, warum ich das jetzt nicht mache. Hier ist wieder eine von Asus diesmal dabei, die Radeon RX 6750 XT in der Dual OC Variante. Ein besseres Custom Modell, ein schnellerer Chip. Die Grafikkarte kam erst vor 2-3 Monaten auf den Markt, ist nochmal eine leicht gepimptere Version von der 6700 und extra nochmal ein bisschen übertaktet. Gegenüber der Fighter von PowerColor ist also auch noch mal ein ganzes Stückchen schneller. Frisst auch ein bisschen mehr Strom, muss man auch mit dazu sagen. Und kostet dafür aber auch nur 80 € mehr. Also wenn ihr das Geld habt, dann kann man durchaus die Asus Grafikkarte jetzt hier empfehlen. Und die letzte optionale Komponente, die ich euch jetzt hier noch empfehlen kann, wäre eine bessere SSD. Diesmal aber eine M2 SSD ist rausgeflogen, weil wir haben ja schon eine hier drin. Habe ich extra noch mal eine größere SATA SSD mit 2 TB und guckt euch mal den Preis an. 114 € habt ihr doppelt so viel Festplattenkapazität gegenüber 1 TB, ebenfalls von Krusel. Da ist es eigentlich schon fast logisch, zu welcher Variante man greifen sollte, wenn man noch mal 30 € drauflegt. Fast hätte ich es vergessen, eins fehlt noch. Wer hat mitgerechnet? Wir brauchen den Preis und der ist diesmal, ja, ich bin noch mal ein bisschen mehr drüber gegenüber der 750 € PC Konfiguration. 1026 €. 26 € über dem Limit. Okay, ich hoffe, man kann es verkraften. Dafür sind es aber auch wirklich starke Komponenten. Ich wollte halt unbedingt die 6700 XT in die Konfiguration mit reinnehmen. Sonst wäre es vielleicht eine 6650 XT geworden, wie im 750 € PC. Das ist ja irgendwie auch doof. Ja, deswegen, die Leistung der Grafikkarte ist definitiv richtig heftig. Die liegt ungefähr auf dem Niveau einer 3070. Ein Ticken langsamer ist er. 1-2%, nicht viel. Dafür aber auch preislich deutlich günstiger. Eine 3070 kriegt er so um die 550 €. Ja, okay. Reden wir nicht drüber. Der 6700 XT Fighter von PowerColor. Hier definitiv die gute Wahl. Und wenn ihr eben mehr Geld ausgeben könnt für eine Asus-Karte, eine 6750 XT, dann liegt er trotzdem aber preislich wieder deutlich drüber.
Ansonsten kann man natürlich auch hier jede Menge jonglieren. Das ist eben das Schöne an so einem PC-Selbstbauprojekt. Ihr könnt den Prozessor jederzeit austauschen, den 12700 KF zum Beispiel einbauen. Vielleicht sogar ein 12900 KF, obwohl, nee, das würde ich eigentlich eher nicht empfehlen. Dafür ist das Mainboard nicht ausgelegt. Der 12600 KF ist eigentlich schon die ideale Wahl zu dem Gigabyte Mainboard. Dann springen wir zum höchsten PC in diesem Video, dem 1500 € PC. Und ihr seht schon, wir werden nur die M2 SSD von Western Digital weiterverwenden. Das ist aber auch preislich die absolute Granate. 1500 €, das wird jetzt richtig geil, das kann ich euch definitiv versprechen. Was wir aktuell für 1500 € auf dem PC-Markt uns zusammenschustern können, das ist in den letzten 2 Jahren nicht mehr möglich gewesen. Lasst euch überraschen, was es wird. Wir starten jetzt zuallererst mit dem Mainboard. Einfach mal, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Und das wird in dem Fall kein Intel Mainboard. Deswegen sind wieder so viele Felder frei, obwohl ich glaube ich jetzt auch in der Preiskategorie nicht mehr das B660M DS3H verwenden würde. Ich habe für euch ein Asus Prime B550 Plus. Hardwarekenner unter euch würden jetzt glaube ich sagen, ups, das ist doch ein AMD Mainboard. Richtig, das ist ein AMD Mainboard für unschlagbare 124 €. Also preislich krass, B550 vollkommen ausreichend, aber ich habe es vorhin auch immer wieder schon gesagt, ihr braucht keine High-End Mainboards benutzen als Gamer, das ist nicht notwendig, es sei denn ihr braucht sehr viele Anschlüsse, dann okay, kann man vielleicht darüber nachdenken. B550 von AMD ist der absolute Preis-Leistungs-Knüller und für 124 € findet ihr glaube ich nicht viel schlechtere Mainboards. Es gibt natürlich noch günstigere, ganz klar, aber Asus in dem Fall jetzt hat ja schon einen sehr guten Preis-Leistungs-Hit rausgehauen. Aktuell ist das jetzt meine Wahl. Weiter geht's mit dem Arbeitsspeicher. Ja, ich weiß, immer noch keine CPU. Ich verspreche es euch, danach machen wir mit dem Prozessor weiter. Und hier habe ich für euch endlich mal was mit Kühlrippen herausgesucht. Ja, der Cheesecake Aegis ist preis-leistungstechnisch unangefochten, aber naja, für die 1500 € PC-Konfiguration kann man auch mal was Besseres, Hochwertigeres nehmen. Ja, ist nicht viel teurer. Der Cheesecake Rapture 5, ich habe es im 500 € PC bereits erwähnt, da ist eigentlich eine absolut geile Wahl. Und hier vor allem mit DDR4 3600 MHz für schlappe 51 €. Total cool. Der ist auch ohne RGB. Auch das habe ich in der Einleitung bereits gesagt. Mit RGB-Module kosten nochmal 20-30 € mehr. Und die würden dann wieder was vom Budget wegknausern. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja alles für die Leistung ausgeben. Und dann kommen wir jetzt definitiv zum Prozessor. Und ich sag's euch, das war vor ein paar Wochen nicht möglich, diesen Prozessor in diese Kategorie hier reinzuschmeißen. Da waren wir noch bei 2000 €, 1800 € mindestens ungefähr. Jetzt kann ich euch diesen Prozessor hier in die Konfiguration reinknallen und das ist einfach nur geil. Der AMD Ryzen 7 5800X 3D für schlappe 358 €. Das Ding war, bevor Intel mit den Raptor Lake Prozessoren auf den Markt kam oder auch AMD mit seinen Ryzen 7000 CPUs, das Gaming Monster schlechthin, die schnellste CPU, Gaming CPU auf dem Planeten bis zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sind natürlich AMD mit den 7000ern und auch Intel mit den 13000er Prozessoren wieder schneller geworden. Aber das ist nicht unbedingt so viel mehr, das sind vielleicht 10% mehr Leistung, die ihr auf dem Ryzen 7 5800X 3D nochmal drauflegen könnt. Aber im Vergleich haben die deutlich höheren Stromverbrauch mittlerweile. Also die saufen schon ordentlich. AMD, ja, so 200 Watt ist kein Problem, aber Intel schießt nochmal einen Vogel ab, 250 Watt, kein Thema. Das Topmodell, der 13900K, ja, okay, in Games zwar nicht ganz, aber der kann auch bis zu 300, 350 Watt ohne Probleme aus der Steckdose saufen. Das ist mit dem Ding gar nicht möglich, absolut unmöglich. Das Ding säuft in Games so 50 bis 70 Watt, 80 Watt, wenn es hochkommt. Das ist natürlich ein bisschen unfair, muss man ganz klar sagen. Auch ein Intel-Prozessor der 13000 Generation, so ein 13700K, verbraucht in Games weniger Strom, aber immer noch über 100 Watt, 140 Watt, ungefähr 120 Watt, je nachdem. Das ist deutlich mehr als dieser Prozessor.
Dafür hat der Intel aber auch wieder ein bisschen mehr Performance, aber diese paar Prozentpunkte an Performance, die er da dazu bekommt, gleicht sich mit dem Stromverbrauch 10-mal wieder aus, meiner Meinung nach. Wem das natürlich egal ist und auch preislich noch mehr ausgeben muss, das definitiv, das kann man schon mal sagen, ja, da kann natürlich auch zu einem Intel oder auch zu einem Ryzen 7000 System greifen. Und da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt, gerade eben Ryzen 7000 ist ja mit dem 7700X ungefähr auf demselben Niveau wie der 5800X 3D. Ja, da säuft aber mehr Strom, zwar nicht viel mehr, aber deutlich mehr, trotzdem mehr gegenüber dem 5800X 3D im Gaming, und ihr habt die höheren Plattformkosten, denn ihr braucht bei Ryzen 7000 zwingend eine AM5 Plattform, also eine neueren CPU-Sockel gegenüber dem, das ist AM4 noch, und ihr braucht DDR5 Arbeitsspeicher. Beides zusammen mit dem Mainboard-Speicher und der CPU kostet deutlich mehr, als was ihr mit dem Prozessor und dem Mainboard und dem Speicher ausgibt. An dieser Stelle können wir nochmal zum Intel zurückkommen. Wenn ihr zum Beispiel einen 13600KF hier als Prozessor euch aussucht, seid ihr leistungstechnisch auch wieder ein bisschen über den 5800X 3D, fresst aber trotzdem mehr Strom, habt aber dafür wieder als Alternative DDR4 Speicher, also RAM, und könnt auch ein günstigeres Mainboard nehmen. Günstiger schon, aber immer noch teurer gegenüber dem, was ihr hier habt. Ja, bei Intel habt ihr einfach immer höhere Mainboard-Kosten, zumindest was im Vergleich alles zum AM4 dasteht. AM5, ihr habt es gerade schon gesagt, da sieht es eher andersrum aus. AM5 Mainboards sind sogar teurer als die Intel Mainboards und ja, deswegen könnt ihr da wirklich nicht zugreifen. In Intel-Systemen wäre theoretisch eine Alternative, aber auch preislich seid ihr hier wieder deutlich teurer gegenüber dem 5800X 3D-System. Und wir werden es dann auch am Ende sehen, wenn wir uns den Preis anschauen. Hier sind wir wieder voll am Limit, das kann ich euch schon mal versprechen. Und deswegen fällt auch definitiv nichts anderes in die Kategorie rein. Und ansonsten seid ihr mit dem 5800X 3D im absoluten High-End-Bereich. Bis vor 2 Monaten war das Ding absolut High-End. Gab nichts anderes, das war die schnellste Gaming-CPU. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit den neuen Prozessoren seid ihr so maximal 10% schneller gegenüber dem. Und das ist wirklich absolut zu verkraften, wenn wir mal den Energieverbrauch hernehmen. 50 bis 80 Watt, absolut krass, wie wenig Strom das Ding zieht. Das ist einer der effizientesten High-End-CPUs auf dem Markt und deswegen eigentlich für mich alternativlos. Zumindest bis nächstes Jahr, Anfang des Jahres, Januar, Februar, wann auch immer, ungefähr möchte AMD dann die Ryzen 7000er mit 3D V-Cache Technologie auf den Markt bringen. Wer weiß, was dann Intel wieder als Antwort für euch parat hat. Es wird vermutlich stromtechnisch nicht wirklich gut werden, aber okay, leistungstechnisch wird es dann wohl auch wieder irgendwas Ähnliches geben. Das wird auf alle Fälle spannend, aber bis dato jetzt, Anfang Dezember, ist die CPU definitiv die beste Wahl. Machen wir weiter mit dem Prozessorkühler. Lang war das Thema CPU, welches kommt jetzt hier in die 1500 Euro PC-Konfiguration rein. Das ist aber auch wirklich ein heikles Thema. Das ist aktuell wirklich die Qual der Wahl, das kann man schon sagen. Ihr habt eben die Wahl zwischen den Raptoren, zwischen Zen 4, also AMD 7000 und eben auch der Vorgängergeneration AM4. Ryzen 5800X 3D. Ja, am Ende müsst ihr halt einfach für euch selber entscheiden, was bei euch Sinn macht. Machen wir weiter mit dem CPU-Kühler und da habe ich was wirklich Spannendes, was auch die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Der Ryzen 7 5800X 3D lässt sich durchaus mit einem Custom-Luftkühler, möglichst einem großen, fetten, noch ganz gut kühlen. Viele glauben, ja, durch den gestapelten 3D V-Cache, ja, ist der schon ein bisschen heiß, der läuft auch heiß. Der gestapelte Cache ist so eine kleine, ja, hat so einen kleinen Hitze-Hotspot und ist auch sehr unangenehm, ziemlich fies das Ding. Und ja, viele bauen dann eine Wasserkühlung drauf. IO Wasserkühlung oder sogar eine Custom-Wasserkühlung ist natürlich kein Problem, klar, habe ich zum Beispiel in meinem System auch. Habt ihr vielleicht auf meinem Kanal schon gesehen, wenn nicht, am Ende werde ich dann hier oben nochmal was verlinken, könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber dass dieser Prozessor auch mit einem Custom-Luftkühler gekühlt werden kann, das können wir uns nächste Woche dann auf meinem Kanal auch noch anschauen. Da gibt es nämlich ein neues Video. Ich habe nämlich mit dem Prozessor schon einen kleineren Be Quiet Darkrock 4 gekühlt. Sollte möglich sein. Man mag es kaum glauben, aber dieser kleine fiese Hotspot, ja, der sorgt dafür, dass die CPU schon sehr heiß wird, aber der Darkrock 4 schafft das. Das schauen wir uns nächste Woche an. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, müsst ihr üben, unbedingt hier drüben in der Ecke den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren.
Hier für die 1500 Euro PC-Konfiguration habe ich jetzt mal die nächstgrößere Variante, den großen Bruder und auch das High-End-Modell von BeQuiet, den Darkrock Pro 4 rausgesucht und er kostet auch nur 68 Euro. Wenn ihr vergleichbare Kühlleistung mit einer Wasserkühlung haben wollt, mit einer AIO-Wasserkühlung, dann müsst ihr mindestens das Doppelte ausgeben. Das haben viele gar nicht auf den Schirm. Eine AIO-Wasserkühlung ist nicht unbedingt effizienter, wenn sie nicht dreimal so teuer ist. Deswegen, der Darkrock Pro 4 ist auf alle Fälle eine sehr gute Wahl und er kühlt den Prozessor auch definitiv, das kann ich euch versprechen. Vorausgesetzt, ihr habt ein sehr großes Gehäuse, das ist Grundvoraussetzung, das Ding ist sehr voluminös. Und das ist doch dann auch gleich ein sehr gutes Stichwort. Gehen wir mal weiter zum Gehäuse und da habe ich für euch mal was richtig, ja, was für Gamer rausgesucht und auch absichtlich wieder was mit ganz vielen Lüftern drin. Das LC Power Gaming 801B Serra X, ja okay, sehr langer Name, 88 Euro, aber ein sehr guter Preis. Das hatte ich bisher noch nie selber verbaut, ich habe es also noch nicht da gehabt, kann nicht sagen, ob es jetzt von der Verarbeitung her richtig geil ist. Rausgesucht habe ich es aber nicht unbedingt auch wegen dem RGB-Lüftern, sondern weil es sechs RGB-Lüfter im Gehäuse bereits vormontiert hat. Und das ist dann wieder für mich die gute Wahl gewesen. Es ist sehr groß, voluminös, der Luftkühler passt rein, lange Grafikkarten passen rein und sechs vorinstallierte Lüfter mit einer Lüftersteuerung, das auch noch extra, ist schon richtig geil. LC Power steht eigentlich immer so ein bisschen für Budgetgehäuse, aber naja, gut, für den Preis kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und wenn ihr was anderes haben wollt von Corsair, von BeQuiet, ja, müsst ihr mehr Geld ausgeben, definitiv. Und ihr braucht dann zwingend auch mehr Gehäuselüfter noch. Die kosten dann nochmal oben drauf was dazu. Und bevor wir zur Grafikkarte kommen, natürlich jetzt erstmal wieder das Netzteil. Ich habe es vorhin euch schon kurz erwähnt. Hier habe ich ebenfalls eine nächsthöhere Kategorie, auch wieder von Seasonic. Die hauen zurzeit sehr gute Netzteile für einen extrem guten Preis raus. Da kommt BeQuiet momentan nicht ran und Seasonic ist ebenfalls ein sehr guter Hersteller von Netzteilen. Immer eine sehr gute Wahl. Hier habe ich einen Seasonic G12 GC 750 Watt mit einer 80 Plus Gold Zertifizierung. Also 100 Watt mehr als das 650 Watt, ansonsten ist es quasi dasselbe Modell. Was dieses Netzteil zum Beispiel nicht hat, was es nämlich auch so sehr günstig macht, was ihr aber nicht unbedingt benötigt, ist Kabelmanagement. Das hat das Netzteil nicht. Hier hängen alle Kabel dran, aber ich sage es euch immer wieder, Kabelmanagement oder Netzteile mit Kabelmanagement ist so ein Luxusproblem, was euch natürlich ein bisschen Arbeit erspart, was die Rückseite beim Kabelmanagement mit dem Verlegen anbelangt. Aber wenn ihr Geld sparen wollt und nicht unbedingt so viel sinnlos ausgeben wollt, das muss man wirklich sagen, es ist mehr oder weniger sinnloses Geld. Es bringt euch nicht mehr Leistung, es bringt euch nur ein bisschen weniger Arbeit. Dann tut es nämlich auch so eins für läppische 78 Euro. Und dann kommen wir jetzt zur geilsten Kategorie überhaupt. Ich sag's euch, das ist klasse. Es macht einfach Spaß, diese Konfiguration aktuell jetzt so zusammenzustellen. Man muss aber auch dazu sagen, andersrum, ich zeige euch erstmal die Grafikkarte, die ich rausgesucht habe. Es ist auch hier eine Radeon, das habe ich in der Einleitung schon gesagt und auch schon mehrmals jetzt im Video. Eine PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon. Ein sehr gutes Custom-Modell von PowerColor. Da gibt es auch günstigere Einsteigerprodukte und für 699 Euro. Wahnsinn! Das Ding liegt zwischen einer GeForce RTX 3080 und 3080 Ti. Leistungstechnisch. Ne? Je nach Game, ungefähr liegt die Karte. Eine 3080 kostet mehr. Nicht viel mehr, so 750, 800 Euro und eine 3080 Ti, ich habe es vorhin schon gesagt, jenseits der 1000 Euro, 1100 bis 1200 Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und jetzt kommen wir zum Aber. Vor 2-3 Wochen gab es sogar schon für den Preis RX 6900 XT Grafikkarten, also nochmal die höhere Kategorie. Ja, aber mittlerweile, ich habe es eben auch schon mehrmals im Video gesagt, zögert nicht zu lange mit dem Kauf, wenn ihr euch für eine High-End-Grafikkarte entscheiden wollt, wie zum Beispiel so einer. Die Preise werden nicht günstiger, sie steigen aktuell wieder. AMD steigt leicht, 699 Euro, die Karte lag auch schon mal so bei 620, 650 Euro. Und wie gesagt, vor 2 Wochen konntet ihr auch schon eine XFX zum Beispiel für so 650 Euro im tiefsten Preis bekommen. Mittlerweile liegen die Grafikkarten alle wieder so bei 750 bis 800 Euro, die 6900 XT Karten.
Und die eben jetzt so bei knapp unter 700 Euro. Das kann zum Zeitpunkt des Videos jetzt auch schon wieder ein bisschen gestiegen sein. Ja, Weihnachten, die Hersteller und auch die Händler, vor allem die Händler, denke ich mal, sind es hier. Die wollen wieder was vom Kuchen abhaben. Wie immer vor Weihnachten, die Preise sind halt am Steigen. Warum ich mich jetzt wieder für eine Radeon in dieser Kategorie entschieden habe, habe ich jetzt in allen anderen Konfigurationen immer wieder groß und breit erklärt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, guckt nochmal in die anderen Kategorien rein, wenn die Grafikkarte dran ist. Das muss ich jetzt nicht nochmal extra wieder erklären, das würde das Video wieder sinnlos in die Länge ziehen und das sparen wir uns jetzt einfach mal. Machen wir jetzt weiter mit den optionalen Komponenten. Das sind jetzt drei Felder frei, das habe ich jetzt irgendwie beim Erstellen des Videos hier idealerweise nicht ganz richtig gemacht. Hier, die Seagate ist nach wie vor drin. 2 TB HDD, wenn ihr mehr Festplattenspeicher braucht als 1 TB, ist das immer eine Wahl und logischerweise auch eine 2 TB SATA SSD könnt ihr jederzeit wieder gerne einbauen. Und ich hatte es im 500 € PC gesagt, seitdem dann nicht mehr wieder. Jetzt gerne nochmal ganz kurz. Soundkarten sind auch in solchen höheren preisigen Mainboards immer noch eine bessere Alternative als das, was ihr auf diesen Mainboards verlötet bekommt. Schaut unbedingt mal in so eine Creative Sound Blaster Z rein. Nee, andersrum. Lauscht mal rein. Nächstes Feld, was wir noch ausfüllen müssen, wäre eine weitere bessere M2 SSD, ebenfalls wieder von Western Digital. Auch die hat einen sehr guten Preis, hört sich zwar teuer an, nahezu doppelt so, nee, hier mehr als doppelt so teuer als die 1 TB Variante, aber dasselbe Modell mit 2 TB ist ein sehr guter Preis, 122 Euro, könnt ihr wirklich zuschlagen, wenn ihr mehr Festplattenspeicher, schnellen Festplattenspeicher braucht. Western Digital wäre jetzt hier eine sehr gute Alternative. Und jetzt kommen wir zur letzten Komponente und das hatte ich eigentlich versucht, euch unbedingt noch mit in die weißen Felder mit einzubauen, hat aber vom Preis her nicht mehr ganz gepasst. Das wäre einfach mehr Arbeitsspeicher. 60 GB sind aktuell auch Ende 2022 immer noch ausreichend, aber es gibt schon das ein oder andere Game. Icarus wäre hier zum Beispiel zu nennen, habe ich auch schon in einigen meiner Grafikkarten-Benchmark-Videos immer wieder mit euch gezeigt, wo der Arbeitsspeicher voll läuft. Also da 16 GB sind voll. Das liegt aber bei meinen Benchmarks auch wieder daran, dass ich Grafikkarten getestet habe, die nur 8 GB VRAM hatten, also Grafikkartenspeicher, und der läuft voll. Und wenn der voll läuft, kommt es ab in den Arbeitsspeicher. Deswegen, okay, 16 GB ist immer wieder gerade so ein bisschen die Grenze. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, auf 32 GB RAM-Module abzugraden und gleich nur 2 Module, damit ihr den Dual-Channel nutzen könnt, eures Mainboards zu setzen. Aber auch hier wieder für den Ryzen 7 5800X 3D wäre die ideale Variante 3600 MHz. Und das für läppische 98 Euro ohne RGB, wohlgemerkt, ist auf jeden Fall ein sehr guter Preis. Könnt ihr ohne Bedenken zugreifen. Und da kommen wir natürlich auch noch zum Gesamtpreis. Das haben wir ja bisher noch nicht besprochen. Vielleicht habt ihr ja auch schon mitgerechnet. Ja, wir liegen auch wieder diesmal ein bisschen drüber. Ja, okay, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist hart am Knausern. Jede Kategorie ist immer hart am Knausern. Aber die Grafikkarte musst du unbedingt rein und der Prozessor musst du unbedingt rein. Das war für mich sehr wichtig, deswegen sind es auch nur 16 GB RAM geworden. Dafür eben auch zum Beispiel das Gehäuse und kein hochwertigeres von BeQuiet oder Corsair zum Beispiel oder eben Fantex, was auch immer. Wenn ihr etwas anderes gerne einbauen wollt, dann könnt ihr das natürlich ohne Probleme tun. Dann steigt eben der Preis nochmal. Hier sind wir schon 48 Euro über der 1500 Euro PC-Kategorie. Jawohl, wir haben es geschafft. Alle PC-Kategorien sind durchgesprochen. Das war wieder ein bisschen längeres Video. Ich habe es noch nicht geschnitten. Mal sehen, wie lange es dauert. Aber gefühlt sind es bestimmt wieder 45 Minuten. Bisher habe ich es eigentlich nie geschafft, schneller zu sein. Es ist mir aber auch wichtig, dass ich euch für jede Kategorie immer wieder Infos gebe, warum ich mich dafür entscheide, warum es sinnvoll ist, zum Beispiel diesen Prozessor oder jene Grafikkarte zu verwenden. Ihr wollt ja auch irgendwo ein bisschen von mir beraten sein. Beraten werden? Ja, und auch optionale Komponenten sind immer wieder mit dabei, die muss ich natürlich euch auch immer wieder vorstellen. Und deswegen ist das Video auch ein bisschen länger. Wir haben ja auch 4 Kategorien. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt in der Einleitung, ihr könnt auch jederzeit skippen, ist ja kein Problem. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den 4 Konfigurationen gehabt und mit meinem Gelaber. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr mir hier drüben den Abo-Button drückt und die Glocke aktiviert.
Und wenn ihr mir für das Video einen Daumen noch gebt, wäre es natürlich auch eine ganz klasse Sache. Nächste Woche, ich habe es vorhin bei der 1500 Euro PC-Konfiguration schon gesagt, wird es ein neues spannendes Video geben. Wir gehen der Frage nach, ob wir mit dem 5800X 3D und dem Darkrock Pro 4 eine effiziente Kühllösung für den Prozessor parat haben. Na, lasst euch mal überraschen, drückt unbedingt den Abo-Button und dann verpasst ihr es definitiv nicht. Und dann sehen wir uns vielleicht schon nächsten Samstag wieder. Ich würde mich auf alle Fälle riesig drüber freuen. Achtet dann gleich hier drüben auf die Videovorschläge, die ich euch im Laufe des Videos noch erzählt habe. Kommt gleich, guckt ruhig mal rein, wenn ihr irgendwas spannend davon findet. Bis nächsten Samstag, macht's schön gut und ciao.